Hi, ich bin der Survival Coach und das ist survivalwissen.de. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine wetterfeste Notunterkunft improvisieren können. Unter anderem wird unsere Unterkunft an diesem Baumstamm errichtet werden. Ich habe ein Schrägdach geplant, das relativ flach am Boden liegt und somit auch eine optimale Tarnung bietet. Hier habe ich zur Vorbereitung bereits eine Bodenisolation improvisiert, die aus parallel zueinander angeordneten daumendicken Ästen besteht und jeder Menge Reisig, halb belaubt, den ich darüber gestapelt habe. Somit entsteht eine gute, weiche Unterlage, die jede Menge Körperwärme halten kann, denn heute Nacht wird es richtig kalt. Und wie wir diese Unterkunft bauen werden, das sehen Sie jetzt. Wissen, wie man überlebt. Als Materialien für unsere Unterkunft benötigen wir jede Menge halbwegs gerader Äste, die wir hier als Schrägdach anlegen können. Außerdem benötigen wir noch vermutlich aufgrund der etwas geringeren Höhe dieses Baumstammes hier einen etwas dickeren Stamm vor der Bodenisolation, an dem die Äste aufgelegt werden können, damit das alles etwas geräumiger wird. Ansonsten wird das mit dem Platz heute Nacht ein bisschen knapp. Ja, dann wollen wir mal loslegen. In der Regel dauert die Fertigung einer solchen Unterkunft bei guter Materialverfügbarkeit circa eine halbe bis dreiviertel Stunde. Wir müssen bedenken, teilweise muss man dann schon einige Meter laufen, bis man dann die entsprechenden Äste zusammen hat. Aber der Aufwand lohnt sich. Und gerade in einer Lage, in der ich mich jetzt befinde, ich habe nur noch circa 1,5 Stunden Tageslicht, deswegen sollte ich mich auch etwas beeilen. Später werden wir das Ganze noch mit Baumrinde überdecken und abdichten, sodass, wenn es heute Nacht regnen sollte, was in diesem Fall etwas unwahrscheinlich ist. Aber sollte es regnen, würde ich trocken bleiben. Bedenken Sie bei der Fertigung Ihrer Notunterkunft, dass das nicht immer schön aussehen muss. Ja? Klar, wir können mit den tollsten Bushcraft-Techniken die fantastischsten Gebäude errichten. Ja? Voll beheizt, mit Fenstern, mit Türen, allem drum und dran. Ja? Aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Notunterkunft, in der wir heute Nacht überleben. Und das war's. Sowas hier, ja, wie Sie gerade gesehen haben, das Ding hier ist so morsch, das sollten Sie im Endeffekt nicht mehr verwenden. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, ich habe mich bei dieser Unterkunftsvariante für einen Platz entschieden, an dem durch einen weiteren umgestürzten Ast hier ein gewisser Sichtschutz entstanden ist. Ja? Den kann man optional natürlich noch verbessern, indem man noch weitere Zweige einflechtet. Das werde ich jetzt für dieses Video lassen. Das könnte Thema für einen anderen Beitrag sein. Heute soll uns die Unterkunft hier ausreichen. Als nächstes werde ich gleich Baumrinde besorgen. Hier in der Umgebung gibt es jede Menge Birken. Ja. Das ist für mich also umgestürzte Birken. Ja. Es ist Totholz. Ich werde jetzt nicht hier frische Rinde schälen, ja, sondern ich nehme Totholz. Das ist doch am einfachsten. Und da drüben, etwa 50 Meter in die Richtung, liegen vielleicht 5 bis 10 umgestürzte Birken. Da werde ich genug Rinde finden. Thank you.
Rinde zum Abdichten und gerade Birkenrinde können sie niemals genug sammeln. Birkenrinde ist überdies ein unglaublich guter Zunder. Dazu gibt es noch einen extra Beitrag. Heute ist die Birkenrinde unser Deckmaterial. So, und obwohl ich schon jede Menge Rinde gesammelt hatte, werde ich jetzt wohl nochmal los müssen. Wie ich gesagt habe, man kann nie genug Rinde haben. So, da haben wir noch eine Ladung. So, an Rinde habe ich jetzt genug gesammelt gehabt. Jetzt bin ich gerade dabei, etwaige Schwachstellen noch zu verschließen, damit mir nicht in der Nacht dann doch noch Wasser auf den Kopf tropft oder sowas. Das ist auch zu empfehlen, denn auch ihre Ausrüstung könnte nass werden. Oder sie ziehen sich eine Unterkühlung zu, was natürlich noch das Schlimmste wäre. So, im Anschluss an das Belegen mit Rinde werde ich noch einige mitteldicke Äste anlegen, die die Rindenauflage etwas stabilisieren, sodass sie mir nicht nachts vom Dach rutscht. Ich habe heute hier zur Fertigung keinerlei Hilfsmittel benutzt. Ich habe kein Messer. Das ist alles hier mit bloßen Händen gemacht, um Ihnen zu zeigen, dass das auch geht. Ja. Sie können sich im Notfall auch auf Ihre Hände verlassen. Mit einem Messer können Sie natürlich wesentlich präziser arbeiten und natürlich auch hübschere Ergebnisse erzielen. Ja. Aber von der Tauglichkeit her ist das hier genauso gut. Nicht schön, aber selten. Das ist unsere Notunterkunft. Die wird mich heute durch die Nacht bringen. Früher habe ich sowas auch nicht geglaubt. Heute bin ich sicher, dass es geht. So. Dann verabschiede ich mich recht herzlich von Ihnen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Jetzt wissen Sie, eine Variante mehr, wie Sie Ihre Notunterkunft bauen könnten. Und ich mach erstmal eine kleine Pause. Und tschüss. Das ist einfach gemütlich. So. Als nächstes muss ich noch ein bisschen Wasser suchen und mir was zu essen besorgen. So, survivalwissen.de. Wissen, wie man überlebt.